Ja, ich weiß, sie haben es mit ihren Metallbeinen kompliziert, aber. Nicht schnell Grund zu schleichen. Die haben ja noch genug Munition. Nichts. Hier können wir rein. Siehst du diese Zylinder? Chlor. Die Mistkerle haben die ganze Station vergast. Daher die Hekatombe. Die haben mir wirklich ernst genommen. Ach, kaputt. Oh, verdammt! Schon wieder abgeschnitten. Dieses Tor kriegen wir sicher nicht auf. Wir gehen mal hinten durch die Tür. Zurück zu den Wartungstunneln. Was heißt denn zurück? Mir nach. Da hinten ist eine Tür hier. Herr Oberst. Ja, schön, den Herr Oberst. Das ist nämlich der Herr Oberst. Hier haben die Menschen also eine Weile überlebt. Wir hatten keinen Funkkontakt zu Novosibirsk, aber vermuteten, dass sie auch Störsender hatten. Nachdem die Bomben fielen. So viel Staub! Seit langem verlassen! Da kann man Licht anmachen. Hier ist nichts mit Licht. Oh, alles so verwinkelt und verschachtelt. Dammisch. Das kann ich ja leiden. Sieh dich hier um, Artyom. Vielleicht findest du noch etwas Nützliches. Also ja. Ah, naja. Hier noch irgendwas? Nee. Oh. Neue Notiz. Verwitterter Bericht an Kommandanten der schnellen Eingreiftruppe. Oberstleutnant Kalvinov. Bezug nehmt an der Anfrage Nummer sowieso, melde ich hiermit das. Die Gefangenen beim Verhör ausgesagt haben, dass der Hauptgrund für ihre Teilnahme an den Massenaufstand die allgemeine Unzufriedenheit mit ihrer wirtschaftlichen und sozialen Lage war. Zitate: Wir arbeiten uns in den dreckigen Tunneln die Ärsche ab und ihr Schweinehunde fährt unten mit dem Luxusleben. Führt da unten ein Luxusleben, tut mir leid. Ich habe seit 10 Jahren kein Fleisch mehr gegessen, obwohl ich die Schweine züchte. Oh Gott. Wir bekommen jeden Monat nur eine dreckige Dosis grünes Zeug, was einem verdammt nichts entspricht, während ihr Mistkerle euch die Taschen damit vollstopft. Der letzte Anstoß, sich den Aufständischen anzuschließen, war für sie jedoch eine angebliche Verschwörung der Oskom-Führung, wie es ihren Anführer nannte. Boah. Sie meinen also, dass wir keine Ahnung haben, nur weil wir hier in der Provinz diese Autos auseinandernehmen? Junge, sie können kaum mehr daneben liegen. Wir wissen alles. Die Bonzen vom Komitee, die Oskom-Führung, machen sich bereit, wie die Ratten aus der Stadt zu fliehen. Deshalb holen sie die ganze grüne Zeug. Stimmt es nicht? Sie wollen uns hier zum Sterben zurücklassen. Das wissen sie schon seit dem letzten Winter. Kaum mussten die Rationen unserer Leute denn um die Hälfte gekürzt werden. Ganz klar, um die Bahnstrecke freizumachen. Wozu der plötzliche Befehl, die Diesel-Lok instand zu setzen? Die ist schon seit Ewigkeiten geparkt. Wir wollten sie schon zerlegen und jetzt sollen wir sie reparieren? Halten sie uns nicht für dümmer als Brot? Nach dem Verhör wurden die Aufständischen, die aufgrund dessen unbeschreibbar schuldig waren, gemäß den Standardprozedur an den Sonderabteilung übergeben. Was heißt denn Sonderabteilung? Sind das hier unten die Vergasten? Oh. Schrotmunition. Ja. Das Institut ist noch weit. Ich hoffe nur, bei den anderen läuft es besser. Die Metrosysteme wurden alle gleich gebaut. Also sollte es auch hier ein Belüftungssystem geben. Ah. Ich frage mich, ob das in der Realität ja auch so ist. Du bist ja Oberst.
hier noch irgendwas? Ne. Also gut. Wenn wir von hier aus weitergehen, müssten wir in den Belüftungstunnel und von dort zum nächsten Streckentunnel gelangen. Können wir da drüben das Gitter aufmachen? Dann springen sie doch mal. Verdammtes Stück Stahl! Das Gitter ist lose. Kannst du mal nachsehen? Überprüf mal das Rohr. Ich passe auf. Na los, ich passe auf. Das ist wie Funkgerät. Ein Kind? Scheiße! Warte! Na los, mach schon! Oh, es geht hinterher. Kind. Sus. Ah, los, mach hinterher, Junge. Was ist da? Mann. Wo ist der Junge? Hierher ist er nicht gelaufen. Das hätte ich bemerkt. Sieh auf dieser Seite nach. Ich schaue hier. Komm raus, Junge! Genug versteckt! Du brauchst keine Angst haben! Da ist hier lang gelaufen. Ist irgendwo Licht. Ach, hier ist Licht an. Ach so, gut. Es gibt nichts zu befürchten. Wir wollen nur reden. Komm raus. Wir tun dir nichts. Wo muss ich denn lang? Was sagt denn... Da lang. Hey, wir wissen, dass du hier bist. Hä, bin ich blöd? Komm raus, wir tun dir nichts. Ah. Nichts drin? Es gibt nichts zu befürchten. Ah, ich weiß, wo er ist. Könnte man sich doch mal so einen Spaß machen. Keine Ahnung, mal auf die Tonne draufsetzen und drunter Feuer machen oder irgendwas. Genug versteckt. Du brauchst keine Angst. Schnapp ihn dir, Archon. Halt! Wo willst du denn hin? Endlich. Warum bist du weggelaufen? Na los, sprich, Soldat. Identifiziere dich! Gefreiter Kirill Kletnikov, schnelle Eingreiftruppe, Osko. Osko. Mehr werden Sie von mir nicht erfahren. Sie können mich jetzt Kletnikov. Also auch umbringen. Also gut, Gefreiter. Wir wollen niemandem etwas tun. Bring uns nur zu deinem Befehlshaber. Was meinen Sie damit, Sie wollen niemandem etwas tun? Ich bin von der Oskom. Sind Sie nicht von denen? Denen. Ich weiß nicht, was du damit meinst, aber wenn sie Kinder töten, dann sind wir definitiv gegen sie. Also bring uns zu deinem Befehlshaber. Hm, was wollen sie denn von ihm? Wir sind in einem wichtigen Einsatz, dessen Details nur hochrangige Offiziere erfahren dürfen. Und keine Gefreiten. Bring uns einfach zu ihm. Tut mir leid. Abgesehen davon hast du keine große Wahl. Also gut. Keine krummen Dinger, hörst du?
Hier entlang, die Station ist in der Nähe. Es leben also noch welche. Welche? Natürlich der Prospekt. Nur noch ein Abschnitt bis zum Institut. Nicht mehr weiter. Moment. Alles klar. Ja. Komm schon. Sie sagten, es sei nicht mehr weit. Aber was wollen Sie im Institut? Du bist hartnäckig. Huch. Wir sind in einem Einsatz, mehr kann ich nicht sagen. Ein Einsatz im Institut? Aber da gibt es kein grünes Zeug mehr. Grünes Zeug? Was ist das? Das wissen Sie nicht? Moment mal, von welcher Station kommen Sie? Komm, sag's. Archom kommt von der Ausstellung und ich von der Police. Hä? Wo ist das denn? Na, in Moskau, Soldat. Halt! Verdammt! Los, Alex! Helfen Sie mir! Na bitte! Los. Oberst, Sie könnten bitte auch mal schießen. Oh, mal sehen, wie euch das gefällt. Na los, kommt schon. Verbrenne sie, nimm Granaten. Gib alles. Oberst. Friss eine Granate! Gefällt euch das, hä? Wir haben noch 6 Schuss für die. Wo ist das Kind? Hier sind wir fertig. Herr Oberst. Gefreiter Klebnikow, du kannst jetzt rauskommen. Hey, wo bist du hin? Ist er gerade weggelaufen? Wie sollen wir ihn jetzt finden? Wir hätten ihn nicht aus den Augen verlieren dürfen.